In welcher Sprache sollten die Gottesdienste in orthodoxen Gemeinden in Deutschland abgehalten werden? Diese Frage wird immer wieder heiß diskutiert. Die einen sagen, dass die Gottesdienste auf Deutsch gehalten werden sollten. Ihre Argumente? Wir sind in Deutschland und die Landessprache ist Deutsch. Deutsch ist die gemeinsame Sprache, die alle Menschen im Land verbindet. Wenn die Gottesdienste nicht auf Deutsch abgehalten werden, wird es auch keine deutsche Orthodoxie geben. Die anderen sind der Meinung, dass die Gottesdienste in den Landessprachen stattzufinden haben, also auf Rumänisch, Russisch, Bulgarisch und so weiter. Sie haben auch ihre Argumente. Die Gemeinden gehören der griechischen, russischen und so weiter Kirche an und die meisten Gottesdienstbesucher sind Ausländer, die in ihrer Heimatsprache beten wollen. Nun, wer hat recht? Bei den Diskussionen ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Opponenten einander nicht zuhören. Jeder hat seine eigene feste Meinung, von der er nicht abweichen will. Ich denke, dass diese Haltung aus dem Egoismus resultiert. Denn eigentlich geht es den Menschen nur darum, dass sie in der eigenen Sprache beten wollen und nicht bereit sind, den eigenen Komfort für ihr Gegenüber zu opfern. In diesem Sinne sind auch die Argumente, dass man auf Deutsch zelebrieren sollte, weil man in Deutschland ist, oder in der Landessprache, weil die Gemeinde zur ausländischen Kirche gehört. Beide Argumente sind abstrakt und haben nichts mit der eigentlichen Situation vor Ort zu tun. Denn es geht weder darum, in welchem Land der Gottesdienst abgehalten wird, noch zu welcher Kirche die Gemeinde gehört. Es geht bei der Wahl der Sprache nur um die Menschen. Es kommt darauf an, was für ihr Seelenheil das Beste ist. Betrachtet man die Frage aus dieser Perspektive, wird man feststellen, dass es keine eindeutige Antwort gibt. Denn es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen. Es gibt die Ausländer, Griechen, Russen, Serben, die nach Deutschland gezogen sind und die entsprechenden Gemeinden erst einmal für sich selbst gegründet haben. Gerade viele ältere Gemeindemitglieder sprechen nur wenig Deutsch. Aber auch für diejenigen, die in einem deutschen Unternehmen arbeiten und sich dort problemlos verständigen können, bleibt Deutsch dennoch eine Fremdsprache. Und es ist tatsächlich sehr schwierig, in einer Fremdsprache zu beten. Doch auf der anderen Seite gibt es auch die Einheimischen, die vielleicht Englisch oder Französisch, aber kein Griechisch oder Russisch sprechen. Diese kommen mit dem orthodoxen Glauben in Kontakt, durch Heirat, Tourismus oder eine spirituelle Suche. Sie haben Interesse an der Orthodoxie und auch die Orthodoxie hat Interesse an ihnen. Denn die orthodoxe Kirche ist eine universelle Kirche, die von Christus den Auftrag erhalten hat, alle Völker zu Gott zu führen. Bedauerlicherweise scheitert sogar schon die Bekanntschaft mit der orthodoxen Kirche an der Sprachbarriere. Es ist ein Dilemma, denn wie schon gesagt, es gibt verschiedene Menschen und diese verschiedenen Menschen haben verschiedene Bedürfnisse. Welche Lösungen kann es geben? Ein mögliches Szenario wäre, dass es verschiedensprachige Gemeinden gibt. Etwa so wie in Hamburg. Dort gibt es neben verschiedenen ausländischen Gemeinden auch eine eigenständige deutsche Gemeinde. Ähnliches gibt es auch in der katholischen Kirche in Deutschland. Neben den ganz normalen deutschsprachigen Gemeinden und Messen gibt es die ausländischen, zum Beispiel polnische, thailändische und andere. Doch dieses Modell ist nicht einfach zu realisieren, denn um eine deutschsprachige orthodoxe Gemeinde zu gründen, braucht man einen deutschsprachigen orthodoxen Priester. Aber wo soll man diesen herbekommen? Außerdem wären solche Gemeinden am Anfang äußerst klein, was auch von der finanziellen Seite schwierig wäre. Ein anderes Szenario wäre, in den bereits existierenden ausländischen Gemeinden einmal im Monat einen deutschsprachigen Gottesdienst zu halten. Aber auch das ist nicht so einfach. Zum einen müsste der Priester gut genug Deutsch sprechen, um einen Gottesdienst in der Sprache halten zu können. Doch bei weitem nicht alle orthodoxe Priester
können die Landessprache gut genug, um einen Gottesdienst zu zelebrieren. Obwohl es auch eine Menge Priester gibt, die Deutsch gut genug beherrschen. Hinzu kommt die Motivation. Ich wage mal zu behaupten, würden in den meisten Gemeinden deutschsprachige Gottesdienste angesetzt werden, würden diese erst einmal, wenn überhaupt, von 2, 3 Personen besucht werden. Ein sehr engagierter Mönchspriester mit viel Freizeit würde das vielleicht mitmachen. Aber die meisten Priester mit x Kindern, einer großen Gemeinde und vielleicht sogar einer weltlichen Vollzeitstelle wären nicht so motiviert. Das Dritte, was mir an solchen Gottesdiensten nicht gefällt, ist die Aufteilung der Gemeinde in Ausländer und Deutsche. Bedenken wir, dass es viele gemischte Ehen gibt. Würde der deutsche Ehemann am Samstag in die Kirche gehen und die Ehefrau am Sonntag? Ungünstig. Meiner Meinung nach ist die in unserer Lage beste Lösung, zweisprachige Gottesdienste zu halten. Diesen Weg habe ich in der von Erzpriester Peter Planck gegründeten Gemeinde in Würzburg kennengelernt. Dort wird die eine Hälfte des Gottesdienstes auf Deutsch, die andere auf Russisch gehalten. Und zwar abwechselnd. Das eine Gebet auf Deutsch, das andere auf Russisch. Das eine Lied so, das nächste anders. Auf diese Weise können alle Gottesdienstbesucher zumindest die Hälfte mitbeten. Die Gemeinde ist vereint. Auch das erfordert von beiden Seiten Opfer und Geduld. Doch das ist ein Weg der Liebe zueinander.